Hallo und herzlich willkommen hier bei Angesagt. Ihr seid wieder fleißig gewesen und habt uns Berichte geschickt von den Veranstaltungen, die wir hier ankündigen sollen. Und dann fangen wir doch einfach mal an, und zwar mit Lohne. Und zwar gibt es dort das Atelier Rauschend und da gibt es einen Ölmalerei-Intensivkurs für Anfänger. Viertägiger Workshop zum Thema Ölmalerei für alle, die Lust auf Kunst haben. Unabhängig von künstlerischen Kenntnissen oder Fähigkeiten. Das ist doch interessant. Ja, und zwar findet das statt am Donnerstag, den 28.02. um 19 Uhr im Atelier Rauschend. Informationen unter 04442, das ist Lohne, 936381 oder unter www.rauschend.com. Ja, hier aus etwas aus Delmenhorst, und zwar das Familienzentrum lädt ein zur Fahrt zum Samba-Karneval. Ausflug nach Bremen am 23. Februar, Anmeldung erforderlich. Familien mit Kindern fahren am Sonnabend, den 23. Februar, nach Bremen zum Samba-Karneval. Das Familienzentrum Villa organisiert die Tour. Wer mitfahren möchte, kann sich bis zum 22. Februar, mittwochs bis freitags in der Zeit von 12 bis 15 Uhr, unter Telefon aufpassen 04221 831 49 anmelden. Der Ausflug kostet für Kinder 2 Euro, Erwachsene zahlen 3 Euro. Ja, hier etwas vom Theater Bremen, und zwar musikalischer März im Theater Bremen. 3 Konzerte in 3 Wochen, Vorverkauf läuft. Das Theater Bremen räumt seine Bühne im März gleich 3-mal für große Konzerte. Den Auftakt macht am, aufpassen, 9. März Georg Ringswandel mit seinem Programm Wuide unterwegs. Am 13. März stellt Peter Licht sein neues Album Wenn wir alle anders sind vor. Und am 20. März erweist Andy Einhorn mit seiner Big Band The Nat Pack mit Unforgettable ein Nat King Cole Abend seinem Idol die Ehre. Alle 3 Konzerte finden im Theater am Goetheplatz statt. Der Vorverkauf läuft. Ja, hier etwas vom Theater Diepholz, und zwar kommen dort die Zollhaus Boys. Die Zollhaus Boys sind eine Gruppe von 4 jungen syrischen Bremer Neubürgern, die gemeinsam mit dem Schauspieler und Kabarettisten Pargo Balke und dem Musiker Gerhard Stengert ein grandioses musikalisch-satirisches Projekt erarbeitet haben. Vielleicht das Beste, was zurzeit auf der Bühne zum Thema Flucht, Heimat und Fremdheit zu sehen und zu hören gibt. In dem Lied Aleppo vergleicht Ismael Fustok seine Heimatstadt Aleppo mit dem zerstörten Bremen 1945. Und in dem Lied Männer weinen nicht heißt es, mein Vater wollte an der Grenze noch einmal Kobani sehen, da sah ich plötzlich Tränen in seinen Augen stehen. Aber auf die Tränendrüse drücken die Zollhaus Boys jedoch keineswegs. In dem Programm wird einerseits die Tragik, die hinter den Geschichten der Jungs steht, deutlich gemacht. Es geht aber auch darum, die Leute zum Lachen zu bringen. Und das kann Azad Kur, der auch ein begnadeter Tänzer ist, als wunderbarer Pantomime sehr gut. Das kurzweilige und abwechslungsreiche Programm mit fast ausschließlich deutschen Texten ist zugleich eine kulturelle Attacke gegen den Rechtspopulismus und gegen das Fremdeln gegenüber den Menschen, die hier gelandet und gestrandet sind. Am Donnerstag, jetzt geht's los, den 21. März 2019 um 20 Uhr kommen die Zollhaus Boys in das Theater der Stadt Diepholz. Karten gibt es beim Kulturring Diepholz, Rathausmarkt 1, Telefon 05441 909 111, unter www.kulturring-diepholz.de, bei den Vorverkaufsstellen von Nordwestticket und an der Abendkasse. Ja, und jetzt der Osnabrücker Block, da habe ich was für euch, und zwar von fliegenden Pinguinen und Plankton-Persönlichkeiten. Eine Multivisionsshow ab ins Meer von der Küste bis in die Tiefsee mit Geofotograf Solvin Zankel am Museum am Schölerberg. In einem Vortrag am Donnerstag, den 28. Februar um 19.30 Uhr im Museum am Schölerberg berichtet er von seinen Entdeckungsreisen auf die Falklandinseln nach Costa Rica sowie von Schiffsexpeditionen in die Saragossa-See.
Ja, und das nächste. Das Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink feiert am Samstag, den 23. Februar von 14 bis 17 Uhr eine Karnevalsparty für Familien. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf Action, Spiel, Spaß und ein kleines Buffet freuen. Verkleiden ist unbedingt erlaubt. Ja, und eins noch, und zwar gibt es dort ein deutsches Musikfest. 14.500 Musikerinnen und Musiker, 150.000 Gäste und ein Bundespräsident. Die Zahlen beeindrucken. 14.500 Musikerinnen und Musiker spielen beim Deutschen Musikfest, das von Himmelfahrt 30. Mai bis Sonntag, den 2. Juni, in der ganzen Stadt Osnabrück über viele Bühnen gehen wird. Die Stadt Osnabrück und der Ausrichter, die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V., erwarten bis zu 150.000 Besucherinnen und Besucher. Schirmherr ist der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der zur Abschlussveranstaltung erwartet wird. Ja, also nichts wie hin da. Und das war der Osnabrücker Block. Ja, hier etwas aus Mühlen. Und zwar heißt es dort, ein Toter aus dem Moor zieht ins Heimatmuseum ein. Die Theatergruppe der Kolping-Familie Mühlen probt für Mumienschreck in Düsterneck. Premiere ist am 2. März. Da steht noch ein bisschen. Die Theatergruppe der Kolping-Familie Mühlen probt für die kommende Theatersaison. Anfang März geht es für die Laienschauspieler aus Mühlen mit dem Stück Mumienschreck in Düsterneck auf die Bühne. Schauplatz der Handlung ist die Tischler-Werkstatt von Harald Eck, gespielt von Jürgen Farwig. In Düsterneck, irgendwo in Norddeutschland. Ja, Premiere ist, wie gesagt, am 2. März. Das ist ein Samstag um 14.30 Uhr mit einer Aufführung für Kinder und Rollstuhlfahrer. Und viele Aufführungen folgen danach. Ja, hier etwas vom Theaterforum Kloppenburg. Dort heißt es Singen im Rudel. Das kann ja viel bedeuten. Mit dem Team Tobias Sutthoff aus Münster. Menschen jedes Alters treffen sich in lockerer Atmosphäre und singen gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals bis heute. Jetzt geht's los. Von ABBA, Adele, Beatles über Elvis, Grönemeyer, Lindenberg bis hin zu Prince, Rolling Stones, Udo Jürgens und viel, viel mehr. Live begleitet sie werden sie vom Sänger, Pianisten und Schlagzeuger. Die Songtexte werden per Beamer an die große Leinwand projiziert, sodass jeder nach Herzenslust mitsingen kann. Eintritt kostet 10 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Ja, hier etwas aus Oldenburg. Und zwar gibt es dort Anatomie einer toxischen Partnerschaft. Angelika Klüssendorf liest in der Reihe Konstellationen mit Das Mädchen und April, beide von der Shortlist zum Deutschen Buchpreis, schrieb Angelika Klüssendorf die Geschichte einer starken jungen Frau, die ihren Weg unter widrigen Umständen geht. In Jahre später erzählt sie nun von Aprils Ehe als ihrer intensivsten, aber auch zerstörerischsten Beziehung. Am Dienstag, den 19. Februar, stellt sie das Buch in der Reihe Konstellationen des Literaturbüros Oldenburg vor. Beginn ist um 19.30 Uhr im Musik- und Literaturhaus Wilhelm 13. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Ja, und hier etwas vom Verbund Oldenburger Münsterland. Und zwar gibt es dort eine Ausstellung, und zwar zeigen sie dort erneut die Auswahl der besten Pressebilder. Die Bilderschau wird vom 16. Februar bis zum 10. März im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg gezeigt. Ja, und das war's auch schon wieder für diese Woche von unserer Seite. Und wenn ihr selbst eine Veranstaltung habt, die wir ankündigen sollen, meldet euch unter 70 700 in Lohne oder unter info@regiotv.de. Bis zur nächsten Woche, euer Thomas Kuhlmann. Tschüss.